Aber ich glaube, Reiter haben sie bloß noch die hier. Den kläglichen Rest. Oh, die haben es wieder gefüllt. Okay. Ja, bitte die Kaserne zu Ende bauen. Ich habe schon haufenweise Waffen hier. Also wenn man genug Holz hat, dann läuft's. Hier sieht aus, was fehlt. Scheint nicht wirklich zu fehlen, aber ich will wissen, was hier noch ist. Ein paar knorrige Bäume. Auf jeden Fall scheint das diese Festung zu sein. Na egal. Ah, die Kaserne ist fertig. Sind schon 11 Äxte fertig. Wahnsinn. Als nächstes müsste die Mühle gebaut werden. Die haben absolut nichts zu tun. Eine Festung ist auch nur bedingt gut. Ich könnte sie vielleicht. Rein theoretisch könnte ich sie wahrscheinlich aushungern, wenn sie nicht endlos Essen hätten. Genau, erstmal die Mühle bauen, weil sie verwenden jetzt sehr viel Zeit darauf, das hier fertig zu machen. Also das heißt, die Waffen hier reinzutragen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann gleich wieder stänkern werde. Solange ich Truppen habe, stänker ich. Mach's mal kaputt. Okay, die Mühle ist schon mal fertig, das ist gut. Ist nicht optimal, aber besser geht's nicht. Ah. Sie haben anscheinend noch eine Möglichkeit, um essen zu gehen. Ich hätte einfach die ganze Nahrungswirtschaft erwischt, habe einfach so. Gleich am Anfang. Wenn das so ein Spieler gegen Spieler-Ding wäre, würde ich ihn auch am Leben lassen. Weil der kostet den jetzt ununterbrochen Essen. Aber beim Spieler gegen Spieler würde der mir wahrscheinlich jetzt alles entgegenwerfen, was er noch hat. Allerdings gäbe es da auch nicht so ein extremes Kräfteungleichgewicht, glaube ich. Gut, alle Waffen sind raus. Wow, schon 50 Stück. Bin echt gespannt, ob ich hier noch eine Chance habe reinzukommen, aber ich glaube schon. Also einen Gasthof gibt es auf jeden Fall noch. Eine Schule haben sie garantiert auch noch. Vielleicht kann ich hier von der Seite noch was zerstören. Ich muss mal gucken. Oder direkt hier angreifen. Das werde ich dann rausfinden. Weißt du was? Geht mal los. Ich will es probieren. Ich
glaube, er hat ja nur noch Nahkämpfer. Ohne. Ich meine, keine Berittenen. Festung kann er nicht so lange halten. Ich höre. Jawohl. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Jawohl. Bin mal gespannt, was er mir noch alles entgegenwerfen wird. Ich glaube auch nicht, dass er noch viel hat. Mein Problem ist, in der allerletzten Mission hast du zwar Stadttruppen, die werden aber sofort zerstört am Anfang. Und wenn du Pech hast, wirst du auch gleich vernichtet. Nö, scheint nichts zu kommen. Umso besser, da kann ich dann gleich rein. Okay, der eine Rekrut geht essen. Gucken wir mal, dass wir uns die Güter hier noch holen. Gut, ich vermute, da ist noch mehr. Ich höre. Zu Befehl. Ja. Ja. Ich meine, hier sind auch weiße Türme. Ich vermute mal, hier ist noch ein Turm. Sonst wäre der Rekrut jetzt nicht hier gewesen. Oh. Zu Befehl. Vorwärts. Moment, bloß einer? Bereit. Ist das der von hier unten? Keine Ahnung. Los geht's. Schafft es heute nochmal? Los geht's, ihr befehlt? Ich höre. Bewegt euch! Jawohl! In Stellung! Oh. Nur schade, dass ich hier Antikavallerie ab. Ja! Gerne! Der war anscheinend verhasst in der Truppe. Der anscheinend auch. Ja. Sie sagen ja. Bereit. Mir nach. Zu Dienst. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt. Das sind alles egal ist. Okay, jetzt ist mir aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Nicht an die Türme gehen. Renn doch nicht weiter rein, Mensch! Gerne. Ich höre.
Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Es hält einfach trotzdem noch weiter reinlaufen. Kein Mehlüberschuss, das ist schon mal gut. Das wird noch eine Weile dauern, bis sie das durch haben. Naja, aber wenn die nichts unternehmen, werde ich hier von hinten aufräumen einfach mal. Beziehungsweise die Pekiniere sollen dann erstmal gucken, ob da noch irgendwas ist. Aber das ist doch keine richtige Festung hier. Hier sollte wenigstens ein Minimum, hier sollte wenigstens irgendwas produziert werden, aber... Naja, andererseits, das ist halt Schnee. Hier kannst du, glaube ich, nichts drauf anbauen. Ja, okay. Okay. Da kannst du nichts machen, gut. Selbst wenn die das von hier oben holen, das brauchst, bist du ewig unterwegs. Komm schon. Gerne. Ja. Sofort. Ja. Jawohl. Ja. Los geht's. Truppe liegt. Ich will wissen, ob hier noch irgendwas ist. Ich höre. Und ihr sollt einfach nur erstmal schauen, aber ich glaube, es sind nur noch diese scheiß Türme. Ach, da will den unbedingt den Turm besetzen. Die haben hier nicht mal ein Lager? Ja, ich höre. Nein. Bereit. Ja, ich höre. Truppe, ja, Moment. Attackiert sie! Halt sie an! Vienna!
attackiert sie. Oh, okay, ich hoffe, ich schneide es raus. Richtig, richtig toll. Jetzt bin ich langsam wieder blank. Geldtechnisch richtig abgebrannt, das ist toll. Ja, ja, das kostet... Die Autoreparatur kostet so 500 Euro. Ah ja, übrigens, die kostet 1500 Euro. Danke. Okay, die sind auf jeden Fall hochgekommen. Wir könnten die Pikiniere jetzt richtig verlieren. Also stellt euch wenigstens gut auf. Also jetzt stehe ich geldtechnisch echt scheiße da. Das war schon lange nicht mehr so der Fall. Eigentlich ist das ein Kampfnachteil, aber ich glaube, das ist im Spiel egal. Okay, wir müssen vorgehen. Sonst besteht die Gefahr, dass ja meine Armbrustschütze noch ankommen. Jetzt bin ich ungefähr wieder an dem Punkt am Anfang meiner Beziehung. Bloß, dass ich weniger verdiene, als ich damals angefangen habe. Ich habe kein Geld. Okay, meine Frau hat noch Geld, aber... Oh. Das ist jetzt echt ein bisschen ungünstig. Das heißt, ich werde mir die nächsten zwei Jahre kein einziges Computerspiel mehr kaufen. Weil ich wirklich aufpassen muss mit dem Geld jetzt. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich ein Haus habe, wird alles besser. Da habe ich mich aber irgendwie geirrt, weil irgendwie habe ich immer noch kein Geld. Die scheinen nur stehen zu bleiben. Alles gar nicht so verkehrt, weil ich kann jetzt hier Stück für Stück alles zerlegen. Ich
Schwertkämpfer waren eigentlich so das letzte Hindernis, wenn das hier ihre einzige Möglichkeit ist auszubilden und hier absolut nichts läuft. Zerstöre ich als nächstes noch die Kaserne? Habe ich mal den überhaupt einen verloren? Ich weiß es gar nicht. Noch besser. Da komme ich an die, an die Gehilfen nur bedingt ran. Schön weitermachen. Okay, jetzt brauche ich einen Gerber. Langsam. Wir sind fast durch. Ja, aber es ist halt natürlich extrem weite Wege, um hier hochzulaufen, aber die werden dann auch erstmal ewig lang brauchen, um diese ganzen Sachen da abzuholen. Ja, die hätten sowas von viel rausgeschickt hier. Okay, Moment, wo läuft denn der hin? Der schummelt ja, der läuft gar keinen Weg. Du Cheater. Los geht's. Guck mal, ob ich sie kriege. Runter. Gut, doch, so geht's auf jeden Fall schneller. Das mit Armbrustschützen-Power. Ja, die sind halt alle hier oben beschäftigt. Die haben halt ewig weite Wege dadurch. Na, ein bisschen Glück, kommen die alle wieder hier hoch, um Essen zu holen. Vielleicht hole ich auch die jetzt gleich. Guck mal, ob ich denen in den Rücken schießen kann gleich. Das wäre natürlich noch besser. Erstmal die Türme hier weghauen. Ich meine, mit Ausbilden ist jetzt überhaupt nichts mehr. Da war auch vorher schon nicht wirklich viel. Aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um meine finanzielle Zukunft.
Okay, ich brauche definitiv mehr Gehilfen. Hier läuft nämlich gerade gar nichts mehr. Okay, sie sind durch. Ich höre. Hm. Ja. Und Abmarsch. Ihr Befehl? Bewegt euch! Jawohl. Berichten, dass das verlassene Lagos zum Ziel einer Großoffensive bestimmt wurde. Es muss unter allen Umständen gehalten werden. Ja, ein Glück habe ich das gemacht. Claro! Ein Schuss von denen trifft natürlich übel. Bin mir jetzt nicht sicher. Ach, von mir aus zerstört dieses Kacklagerhaus doch. Wenn das jetzt natürlich einen gegenteiligen Effekt hat von dem, was ich mir gewünscht habe, dann wäre es natürlich super. Vielleicht können die aber auch gerade gar keine Großoffensive starten. Ich habe keine Ahnung, was ihr da macht. Weg, 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 weg. Ich habe keine Ahnung, was es werden soll hier. Ich vermute mal, die Großoffensive kommt nicht, weil er einfach nichts hat, um die Großoffensive zu starten, was ich hoffe. Er hat noch so viele Armbrustschützen. Hier geht jetzt auf jeden Fall mal. Ich höre. Jawohl. Auf jeden Fall mal nach Hause. Ihr habt nämlich echt Hunger, denke ich. Ich glaube nicht, dass da auch noch so viel steht. Holt irgendwer von da oben? Oh ja, okay. Wow, was auch immer du hier machst. Warum ist es dir manchmal so wichtig hier? Nö, ja, der hat keinen Bock. Na, geht doch. Den Gasthof sollte ich aber eigentlich noch zerlegen können. Und weil jetzt die ganzen Waffen holen, läuft hier natürlich gar nichts erstmal.
glaube, ein Holzfäller hat's getan. Ist nur noch Wein drin. Okay, ein paar Gehilfen kommen, das ist gut. Warte mal, wo ist mein Handy? Da ist es ja. Eure Truppen werden angegriffen. Was? Bereit, auf geht's. Ja! Verpissen wir uns. Nein, Glück bin ich noch rechtzeitig zurückgekommen. Jawohl. Los geht's. Vorwärts. Hoch, 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 Mensch! Hier nach. Feuer! Rein. Gerne. Lauf doch noch verrücktere Wege! Hier nach. Schuss. Rein. Den fange ich ab, wenn er zurückkommt. Truppe links um. Truppe rechts um. Der geht auf jeden Fall essen. Ihr werdet verhungern, ich hoffe es doch. Gerne. Ist einer von denen hier auf jeden Fall. Wir nach. Zu dies. Stopp. Essen fassen. Essen fassen? Ja. Los. Vorwärts. Wäre doch schade, wenn den Rekruten jetzt jemand tötet, der wieder zurück aus seiner Arbeit will. Angreifen. Muss wirklich einer von denen hier links gewesen sein. Mich wundert auch, dass der erst jetzt auf die Idee kommt, das Ding zu zerstören. Ich hätte es schon längst zerstört. Alles, was vom Gegner übrig ist, oder ich hätte es mir, oder vielleicht hätte ich es mir wahrscheinlich eher geholt, die Sachen. Weil da ist eine Menge Gold drin. Zu euren Diensten. Ich höre. Ja, doch schön, wenn die alle verhungern. Guckt mal, ob ihr noch was sehen könnt. Jawohl. Mir nach. Oh. Auf geht's. Greift an. Wenn die verhungern, dann ist es mir recht.
Allein Milizen kann ich jetzt so viel raushauen. Ich glaube, da sind welche verhungert. Geht mal nach Hause. Okay, wenn die verhungert sind, greife ich an. Oh. Irgendwie war das alles unwichtig. Ich hätte eigentlich... Habe ich den wirklich wieder mit meinen Stadttruppen besiegt? Ich höre. Zu Befehl. Ja, das ist alles, was ich eingesetzt habe. Ich habe echt überlegt, ob ich anfangs links reinfalle, aber rechts war eindeutig die richtige Entscheidung. Der war leider essen. Ich glaube, ich bilde dann einfach mal welche aus, nur damit ich was habe, um... um den Feind besser zu und schneller zu vernichten. Das wird zwar mein Killverhältnis noch ein bisschen drücken, aber das ist jetzt egal. Ihr Befehl? Gerne. Ah, hier warten wir noch, bis die durch sind. So, machen wir mal 30 Milizen. Ich besiege den Feind ja eh eigentlich nur mit meinen Stadttruppen und mit Milizen so ziemlich. Vielleicht noch mit Bogenschützen. Im Grunde verhöhne ich den voll. Ich höre. Stopp! Truppe Essenbach, Essenbach! Ja. In Stellung, formieren! In Stellung! Alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Gut, die verhungern. Nicht mehr lang, dann sind die auch verhungert. Wenn die hier sinnlos reinprescht, ich glaube, dann ist der Schaden schon enorm. Aber es ist schon cool. Mit den Armbrustschützen, die hier stehen und die in verschiedenen Verteidigungshöhen. Ich glaube nicht, dass er noch genug hat, um sich mir in den Weg zu stellen. Ich habe noch nicht mal meine Schweine gebraucht. Produziert zwar Leder. Ich habe vor allem immer noch Wurst. Da stürme ich jetzt einfach rein. Naja, der hat Hunger.
Es geht gerade nur noch darum zu warten, bis die im Grunde tot sind. Wird schon passen. Ihr Befehl? Auf dem Weg! Na, der wird noch ein paar Steine schleudern können. Der hält noch ein bisschen durch. Wie steht's bei euch? Ihr habt auch die ganze Zeit Hunger. Und es wird nicht besser. Stell ich mir echt furchtbar vor. Vor Hungern stelle ich mir furchtbar vor. Es gibt Schlimmeres, aber... nicht von der Grausamkeit, sondern eher von der Langwierigkeit, wenn du verhungerst. Echt langsam. Wir haben immer noch Zeug hier oben drin, oder? Es wird weniger. Ich stürme da jetzt einfach rein. Ah, da sind welche gestorben. Das war's mit ihm. Ich bezweifle, dass hier noch so viel zu hinten ist, was mir gefährlich werden kann. Oh, greifen die gerade an oder was wird das? Schießt er jetzt kurz? Ne, sieht nicht so aus. Weil direkt rausgeht. Ah, die haben uns einfach jetzt so. Eure Truppen werden angegriffen. Oh, von was denn groß? Würdet ihr bitte weitermachen? Na, hier ist bloß noch Kohle weg. Kohle. Den nehmen wir jetzt noch schnell auseinander. Es gab tatsächlich noch einen Gasthof. Mal gucken, dass der nirgendwo reinrennt. Dann schießen die vielleicht doch noch mit Steinen. Gut. Der König wurde gemeuchelt. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Knights and Merchants für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.